ich denn erst Platin? Nee. Halleluja. Lecko funny. Das war ja mal so richtig nett. Ja. Ne, jetzt bleibt die Rage halt. So. Na. So soll das klappen, genau. Jetzt muss ich aber erst. Genau. Zack. An die. Und dann können wir da dran. Obwohl das 3 Jahre her ist. Also, ist schon echt Wahnsinn. Ja. Kann man sich dann wieder erinnert. Das ist schon... hätte ich nie dran gedacht, dass das so... Nee. So prickelnd ist. Nun gut. Dich lassen wir mal da. Sich auch. So, Moment. Habe ich hier irgendwas... Was? Nein, habe ich nicht. Gut. Und dann komm mal her. Uah! Alter Zwirbel, mach ich dir einfach den Ball. Nee, guck gut. Dann ja, mach now! Keine Kumpels. Oh. Vater? Oh oh. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ist der große auch noch? Ja. Sekunde. Ich bin bereit. Aua. Gut. Von hinten. Ey, Moment mal, ich versuch dir was. Jetzt kann er einen Kreis lachen. Ein Oger? Hier? Wer hat das hier gebaut? Das kann ich dir nicht sagen, wer das hier gebaut hat, aber ich... Deswegen ging das nicht. Ich habe immer versucht zu drücken, aber wahrscheinlich habe ich falsch gedrückt. Ja. Aber wie gesagt, das war jetzt ganz komisch. Absolut. Dich brauche ich nicht. Aber dich brauche ich noch.
So, das haben wir, das haben wir. Ja, ach, da oben ist noch was. Nein. Ich brauche die Axt. Genau, das wollte ich noch haben. Herzzerreißend. Na sauber. Los, komm, Matreus, wir müssen hier durch und uns hält jetzt nichts mehr auf. Wow. Berggrund. Wow, deshalb wollte Mutter, dass wir sie hierher bringen. Jawohl. Mhm. Absolut. Was haben wir denn hier? Na, herzzerreißend. Gut. Moment. Da oben ist doch noch so ein. Ob Sindri weiß, dass ein Himmelsträger von Wurzeln umhüllt ist? Eher nicht. Wie will er ihn anbringen? Das ist mir egal. Komm, spring schon. Jawohl. Odins Augen. 6. Das ist schon mal gut. So, komm, Kniegas. Sonst kriegen wir das hier nicht gebacken. Ist das Rauch? Anscheinend. Dann wollen wir. Bleib stehen, Junge. Oh, was ist das? Wir müssen woanders nach oben. Die Hexe. Wäre sie hier, dann kämen wir bestimmt weiter. Meine Magie ist gegen den schwarzen Atem machtlos und es führt kein Weg vorbei. Odin hat dafür gesorgt. Was tust du hier? Ich helfe euch, eure Reise zu beenden. Du warnst uns erst jetzt. Ich war damit beschäftigt, meinen Freund zu retten. Du erinnerst dich? Der schwarze Atem ist eine dunkle Art von Magie. Ich kann sie nicht bannen. Nur das reine Licht von Alfheim ist stark genug, sie zu durchbrechen. Ein sehr langer Weg. Was bedeutet euch das Ziel? Einfach alles. Folgt mir. Warum hilfst du? Ich bin euch wohl ähnlicher, als ich mir eingestehen will. Vielleicht mache ich all meine Fehler wieder gut, indem ich euch helfe. Oder ich mag euch einfach. Und das mit deinem Freund? Trotz der Sache mit meinem Freund, ja. Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren. Aha. Schlacke. Gut. In eine andere Welt? Kommst du mit? Nur für eine kurze Zeit. Nur für eine kurze Zeit. Ja, für eine ganz kurze Zeit. Mhm. Weil mehr brauchen wir es auch nicht. Mhm. Obwohl es ja nett wäre. Wer weiß, was die für Kräfte hat. Alles wir nehmen das hier. Greither. Geht nicht. Ist kaputt, sagt Sindri. Sindri? Der Zwerg am Fuß der Hügel. Er arbeitet noch daran. Als ich vorbeikam, war niemand dort. Vielleicht ist er fertig. Zwerge sind äußerst geschickt. Und nervtötend. Zumindest die zwei, die wir kennen. Das auch. Ja, gut. Den musst du umlegen. Der hat mir nichts getan. Ja, nein. Mhm. Mhm. Könnte er jetzt was sagen, aber ich lasse es. Ja, liegt mir aber so auf den Lippen. Tirs Tempel liegt in der Mitte des Sees. Von dort aus reisen wir nach Alfheim.
Zum Glück liegt er nicht mehr unter Wasser. Warum ist die Kreatur am See? Das weiß niemand. Eines Tages war sie da. Kurz darauf griff Thor sie an und ihr langer Kampf war in allen Welten zu spüren. Er endete unentschieden und Thor kehrte mit leeren Händen zu Odin zurück. Die Schlange blieb und wurde so groß, dass sie nun ganz Midgard umspannt. Ha! Es stimmt! Seitdem hassen sie sich. Wenn Ragnarök kommt, werden sie einander töten. Glaubst du an Ragnarök? Ich wünschte, ich würde es nicht. Aha. Aber sie weiß es ja besser. Wir haben mit der Schlange gesprochen. Wirklich? Er übertreibt. Ich bin gut mit Sprachen, selbst wenn ich sie nie gehört habe. Die Schlange verstehe ich aber überhaupt nicht. Das kann leider niemand. Sie spricht eine tote Sprache. Oh. Klingt einsam. Ja. Sehr sogar. Vorsichtig. Hier entlang. Bist du sicher? Wir waren schon einmal hier und es wird kein Weg hinüber. Siehst du? Ist das so? Ich zeige dir etwas. Schaust du zu? Justa! Was? Es ist fest! Albenarchitektur. Meine Bogensehne war mit dem Licht von Alfheim getränkt. Sie kann jetzt die Magie der Alben erwecken. Moment, sie verschwindet nicht wieder, oder? Nicht, solange das Licht frei scheint. Hier entlang. Ich will auch eine. Diese Wurzel, was ist das für eine Magie? Von den Vanen. Aus Vanaheim? Du kennst es? Nur Geschichten. Mutter hat nicht viel über die Vanengötter erzählt. Nur, dass sie immer Krieg gegen die Asen führen. Verglichen mit Odin und Thor sind das wohl die Guten. Es gibt keine guten Götter, Junge. Das habe ich dich doch gelehrt. Naja. Was ist gut, was ist schlecht? Das ist eine Grauzone. Eine absolute. Ja. Tyrs Tempel. Erbaut mit Hilfe der Riesen. Der große Tyr bereiste von dort aus die neuen Welten und wahrte so den Frieden unter ihnen. Sieht nicht besonders friedlich aus. Wo wir auch hingehen, werden wir angegriffen. Vor allem von toten Dingen. Die lebenden Toten werden immer zahlreicher. Früher einmal waren die Straßen und Wege voller Menschen. Jetzt sind alle fort oder geflohen. Außer den Häschern, die in einer solchen Welt überleben können. Aha. Und nun? Geht am Fuß dieser Treppe nach rechts. Okay. Was denn jetzt schon wieder? Ah, so, nach rechts. Gut. Da, wieder ein Lichtkristall. Warte dort, während ich das Licht erwecke. Hat geklappt. Was machen wir genau? Die Schäden reparieren. Heb zuerst die Achse an. Sonst geht's dir gut? Alles klar. Kein Problem hier. Komm ran hier. Gut, jetzt schieb sie zurück an ihren Platz. Bring jetzt das Rad wieder zurück auf die Schiene. Perfekt. Jetzt schieb die Brücke die Schiene entlang. Ja, gut. Wenn du sonst keine Sorgen hast. Die komplette Brücke dreht sich. Wie kann sich die komplette Brücke drehen? Mann, du bist echt stark. Schieb immer weiter, bis die Brücke ihre erste Position erreicht. Schon müde? Nein. Er war schon immer sehr stark. Ja. Was die Toten angeht, jemand nannte sie Hehlläufer. Aber was sind sie? Es sind arme, ruhelose Seelen, die weder Frieden noch Gerechtigkeit bekommen. Weshalb? Kann Wahnmagie Tote erwecken? Konnte sie, einst. Doch dies ist kein Zauber. Diese Plage der Toten ist nur ein Symptom für eine Welt, die aus dem Gleichgewicht geraten ist. Etwas oder jemand hat mit mächtigen Kräften herumgepfuscht. Das ist alles, was ich sicher weiß. Jawohl. Das ist perfekt. Kommt wieder rauf. Wir sind jetzt bereit. Die Handbremse anziehen. Na gut. Das war beeindruckend. Tut dir jetzt dein Rücken weh? Meinem Rücken geht es gut. Durch diese Türen haben die Riesen oder die Alben Tyrs Tempel gebaut.
Alle Völker haben bei seinem Bau geholfen. Es war der letzte Akt der Zusammenarbeit zwischen den Welten, bevor der Frieden endgültig erlosch. Deine Sehne leuchtet nicht mehr. Ihre Macht ist nun erschöpft. Es war nur noch wenig Magie enthalten und wir haben sie verbraucht. Dein Bogen, bitte. Sobald ihr das Licht von Alfheim habt, erfüllt die Sehne mit seiner Macht. Das ist wichtig. Gut. Geil. Den Bogen aufgepimpt. Du sprichst, als würdest du nicht mitkommen. Ich versuche es, aber es wurden Maßnahmen ergriffen, mich in Midgard zu halten. Warum? Die Götter halten nicht viel von mir. Sind wir da? Es ist zu dunkel. Dieser Tempel hat fast 150 Winter lang unter Wasser geschlafen. Nur das Licht des Bifrost kann ihn wieder erwecken. Jetzt hier drin umgucken, ne, aber ich sehe auch nichts irgendwo. Sonst die Wurzeln wirken nicht wie deine Magie. Sind sie auch nicht. Die Wurzeln sind Teil des großen Weltenbaums und ermöglichen die Reise zwischen den Welten. Tretet an den Tisch. Ja? Wie funktioniert es? Du brauchst das, einen Bifrost, um zwischen den Welten zu verkehren. Er speichert, bewahrt und überträgt das Licht von Alfheim. Platziere den Bifrost dort. Ich hab nichts lauter gemacht. Was jetzt? Warte kurz. Der Tempel erwacht langsam aus seinem tiefen Schlaf. Von diesem Raum aus, und nur von hier aus, könnt ihr von einer Welt zur anderen reisen. Was ihr hier vor euch seht, zeigt den Tempel, in dem wir gerade stehen. Sowie die Weltentürme, die draußen den See der Neun umringen. Alle Welten existieren im selben physischen Raum, Spiegelbilder voneinander. Diese Türen, die Türme draußen und die neun Welten sind alle miteinander verbunden und bestehen gemeinsam auf den Ästen des Weltenbaums. Getrennt nur durch das Bifrostlicht von Alfheim. Dieser Ort kann dieses Licht bündeln und steuern. Ist das der Weltenbaum? Ein kunstvolles Abbild davon. Nein, Yggdrasil ist viel, viel mehr als das. Der Baum des Lebens ist mit dem Schicksal der Welt verbunden. Genauso sind wir es mit ihm. Der Baum nährt unsere Böden. Der Tau seiner Blätter speist unsere Täler und Flüsse. Der Existenz des Baums verdankt die gesamte Schöpfung ihr Dasein. Seine Lebensenergie bildet das Geflecht des Lebens. Geburt, Wachstum, Tod und Wiedergeburt. Jeder Strang geht über Raum, geht über Zeit hinaus. Alles kehrt zum Baum zurück. Und so funktioniert es. Aber du warst wohl auf eine zweckmäßigere Antwort aus. Ja. Nun gut. Die Brücke, die ihr draußen verschoben habt, ist derzeit auf Vanaheim gerichtet. Dreh das Rad stattdessen auf unser eigentliches Ziel. Alfheim. Ja, gut. Moment, bewegt das die große Brücke draußen? Ja, das Rad dreht die Brücke und die Brücke richtet sich an den Weltentürmen draußen am See aus. Aber an diesem hier ist kein Turm. Und deshalb ist die Reise nach Jötunheim unmöglich. Ohne einen Turm zur Verbindung mit der Brücke kann die Sequenz nicht beginnen. Für jede Welt steht eine Weltenrune, die Brücke zu dieser Welt freischaltet. Ich gebe euch die für Alfheim. Jetzt könnt ihr euren Bestimmungsort eingeben. Ja, Alfheim. Würde ich doch sagen. Hallo? Wir sind bereit. Denkt immer an den Bifrost. Den dürft ihr nicht verlieren. Jetzt richtet sich die Weltenreisebrücke aus und die Zwischenwelt wird sich öffnen.
Siehst du den riesigen Kristall? Jede Welt hat einen entsprechenden. Er konzentriert und verstärkt die Macht des Bifrosts und öffnet die Brücke zu jener Welt. Deshalb ist die Reise zu den Welten nur von dieser Kammer aus möglich. Was ist mit dem fehlenden Weltenturm auf dem See? Der Jötunheim-Turm verschwand vor über 100 Wintern aus allen Welten, als die Riesen aus Midgard verschwanden. Wo der Turm jetzt ist und wie sie ihn bewegt haben, ist immer noch ein Rätsel. Klappt nicht. Wir sind noch hier. Folgt mir. Nein. Der Bifrost ist dunkel. Diese Reise war seine letzte. Ihr könnt erst wieder zurück, wenn er mit dem Licht von Alfheim erneuert wird. Also setzen wir fest. Jemand mit deinen Fähigkeiten sollte problemlos zurück nach Midgard kommen. Können wir dann den schwarzen Atem fortreisen? Mit dem eingefangenen Licht von Alfheim, ja. Ich bin noch nicht da. Na klar, in der Welt nicht und in der Welt auch nicht. Na gut. Willkommen in Alfheim, meine Herren. Meint ihr, ihr findet das Licht? Ich erkenne es kaum. Etwas stimmt nicht. Seht ihr die Lichtsäule am Horizont? Sie kommt aus der Mitte des Ringtempels. Dort ist, was wir brauchen. Nein. Nein, 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 nein. Verdammt, noch was nicht! Los? Um die Bifrost-Magie herzustellen, müsst ihr ins Licht gehen. Doch passt gut auf, dass euch der Bann nicht hat. Nein! Wow. Sie ist nicht tot, oder? Unwahrscheinlich. Komm. Als wenn das bereuen würde, so eine Scheiße, die ist nicht kapiert, die Sau. Ja. Nein, sie hilft uns ja, aber so wie er das sagt. Sieh dich doch mal um. Bleib bei mir. Fass nichts an. Nee, bloß nicht. Genau, ein Weg zum Licht finden, das werden wir auch. Ja. Sie kommt vermutlich nicht zurück, oder? Das weiß ich nicht. Oha, was ist das? Moment, hab ich hier irgendwas? Second, give me a second. Nee, alles gut. Da oben irgendwas Vernünftiges meine ich jetzt, außer jetzt Schnodder. Oh, da. Ja, nee, Freunde. Was macht der denn? Er ist auf dem Laufband. Ja, das ist klar. Ich würde sagen, beim nächsten Mal sehen wir, wie ich da durchstürme und jeden Dinker ausmache. Also. Haben wir uns verirrt? Bis dann. Nein. Nee.